Ich konnte es nicht glauben, als ich gehört habe, dass du auch Model warst. Das ja. Das ist wirklich witzig eigentlich. Ich war mit Freunden in Berlin irgendwo unterwegs. Ich keine Ahnung, wie alt ich war, 16, 17 wahrscheinlich. Und in dem Restaurant daneben war ein Kamerateam. Und ich habe sofort gesehen, die sind von Star Search. Das war so eine Castingshow. Und ich wollte ja Sänger werden. Und dann sitze ich da, spricht mich plötzlich jemand an. Mein erster Gedanke, ja klar, ich soll singen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, dass die ja nicht wissen können, dass ich singen kann. Ja, da war das ein Fotograf, der dachte, ich müsste jetzt Model werden. Und das habe ich dann auch ein bisschen gemacht. Das hat mir überhaupt nicht gelegen. Mhm. Weil ich mir einfach super komisch dabei vorkam, irgendwie vor einer Kamera Dinge mit meinem Gesicht zu machen. Das hat sich bis heute auch nicht geändert. Und auch tatsächlich den Umgang miteinander einfach nicht mochte. Ich bin schon immer irgendwie, war ich großer Freund davon, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Das ist in der Branche selten der Fall. Und dann ist das so ausgeplätschert. Ja. Ich hatte dann immer keine Zeit. Und sag mal, studiert hast du direkt im Anschluss sozusagen? Oder ich habe direkt nach dem Abi hab ich, noch ein bisschen studiert. Evangelische Theologie und nicht christliche Religion. Ich habe mit Religion nichts am Hut. Ich war nie in der Kirche oder so. Wie kam das dann? Erzähl mal. Es hat mich einfach interessiert, warum Menschen glauben und woran sie glauben. Hatte irgendwie gerade so nach 9/11 so das Gefühl, okay, ist alles, was da passiert, ist immer noch von Religion bestimmt. Und ich dachte die ganze Zeit, also wer will mich jetzt da singen sehen und hören? Ich hatte ja auch nichts zu erzählen, außer dass ich irgendwie in der Schule war. Deshalb musste ich Zeit überbrücken. Ja. Und ich habe das mit einer Sache gemacht, die mich interessiert hat. Und war das Studium auch wahrscheinlich sogar auch brauchbar für Texte schreiben und inspiriert zu werden? Ich würde sagen, dass es auf jeden Fall ein bisschen was gebracht hat im Sinne von, dass man Sachen wirklich aus sehr verschiedenen Perspektiven sehen kann. Und dass es kann sein, dass 5 Dinge gleichzeitig wahr sind. Und man lernt, man kann es auch noch mal von einer anderen Perspektive sehen. Ja. Dafür hat es auf jeden Fall total was gebracht. Schön.